Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge von Scrap Mechanium. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Hoxhawk und wir legen gleich los. Und zwar heute sollte eigentlich Marsianer kommen. Hat leider nicht so hingehaut. Xialin geht's nicht so gut. Und dann hatte ich überlegt, ob ich vielleicht alleine Marsianer spiele und mal so ein bisschen Bau. Werde ich wahrscheinlich auch demnächst machen, aber das schaffe ich heute nicht mehr. Und diese Folge drehe ich jetzt um 13 Uhr, es ist eigentlich eh zu spät. Denn eigentlich habe ich schon davor eine Folge gedreht. Und irgendwie ist das aber ein bisschen schief gelaufen. Beim Dekodieren hat er irgendwie ein Problem, ich weiß auch nicht so ganz. Und dann dauert das Dekodieren irgendwie mehrere Stunden. Und dann würde ich das nicht mehr schaffen. Deswegen muss ich jetzt diese Folge, die ich schon gedreht habe, im Prinzip nochmal drehen, was aber ein bisschen schwierig ist, denn ich habe in dieser Folge den Truck weitergebaut und das bedeutet, der Truck ist ja eigentlich fertig und ja, deswegen zeige ich euch jetzt einfach das fertige Produkt und es gibt zwei fertige Produkte und ich zeige euch jetzt mal das erste und zwar wir haben einen wunderschönen US-Truck ohne Mods fertiggestellt, voll funktionsfähig mit Lichthupe, Radio, Interieur und Motor und was alles das Herz begehrt. Ja, gehen wir mal rum. Also, wir machen es heute mal ein bisschen ausführlicher, sonst wird das nämlich eine sehr kurze Folge, das will ich dann eigentlich ja auch nicht. Ihr wollt ja auch ein bisschen was sehen, deswegen zeige ich euch diesen schönen Truck ein bisschen ausführlicher. Dieser wunderschöne Truck hat nun eine rote Lackierung bekommen. Sieht auch sehr schön aus. Ich habe erst überlegt, ob ich dunkelblau nehme. Blau mag ich, ist ja meine Farbe. Aber ich habe mich dafür rot entschieden, denn wir haben schon einen dunkelblauen Truck. Und ja, ich finde, rot sieht an dem tatsächlich gut aus. Gefällt mir auf jeden Fall. Dann haben wir überall so Chrom-Elemente. Also das hier ist Chrom. Der Auspuff soll Chrom sein. Wir haben natürlich in dem Spiel kein Chrom. Deswegen müssen wir uns das vorstellen, als wäre das Chrom. Stoßstange vorne Chrom, Grill vorne Chrom, Kühlerfigur Chrom. So, dann schauen wir uns mal kurz hinten. Wir haben ein wunderschönes Heck hingekriegt. Also das sieht richtig geil aus. Hier mit diesen Vertiefungen und der Antriebswelle. Also das hier ist eine Antriebswelle hier, die ihr hier sehen könnt. Dann haben wir Blinker und Rücklicht. Ja, oben eine kleine Vertiefung für den Hänger. So, dann... Was gibt's noch? Genau, der Tank. Den habe ich jetzt in Wagenfarbe lackiert. Ich habe erst überlegt, ob ich den auch in Chrom mache, aber habe mich dazu entschlossen, den in Wagenfarbe zu machen. Genauso wie die Sonnenblende. Die ist oft in Chrom. Ich habe mich aber dazu entschieden, die in Wagenfarbe zu machen. Ja, dann haben wir hier nochmal eine graue Zierleiste in der Mitte der Karosserie. Hier oben auch nochmal weiterführend. Das sind Hupen. Also wunderschöne Tröten, die wir uns gleich mal anhören werden. Und nochmal ein Licht oben. Ja, wenn wir auch schon beim Licht sind, wir haben überall Lichteinheiten, also hier unten am Unterboden. Hier ist übrigens der Blinker, fällt mir gerade ein, der da oben, das hier ist das normale Licht. Dann haben wir hier vorne nochmal so ein Begrenzungslicht und oben halt nochmal zwei Begrenzungslichter. Natürlich vorne und links und rechts. So, dann krabbeln wir mal rein. Innen, schlicht, aber schick. Schwarz mit Rot. Gefällt mir persönlich gut, ist natürlich eine Geschmackssache, dem einen gefällt es, vielleicht dem anderen nicht. So, dann kommen wir zum Interieur, meine lieben Freunde. Und zwar haben wir hier eine wunderschöne Küchennische. Kann man Gaskocher draufstellen oder irgendwelche Utensilien, Gurken oder was auch immer. Dann haben wir jede Menge Regale, Ablageflächen. Hier haben wir eine Sitzmöglichkeit, hier können wir uns hinsetzen, sogar theoretisch zu zweit, wenn wir zu zweit unterwegs sind. Und dann haben wir hier eine Art Leiter. Also eigentlich wollte ich hier noch eine Leiter hinmachen. Hab's dann aber weggelassen, denn man kann hier drauf hüpfen und ich kann hier rüber gucken. Da ist nämlich das Bett. Und ich finde das Bett ziemlich cool, denn mehr braucht man ja nicht platzmäßig. Ne? Man braucht ja nur irgendwo, wo man sich flach hinlegen kann. Fertig. Mehr braucht man nicht. Da hat man nochmal eine Ablagefläche für Handy oder was auch immer. Und unten passt man noch super drunter, um an der Küche zu arbeiten. Perfekt gelöst, sieht saugeil aus und ja, man ist bereit für weite Strecken. So, schauen wir uns mal die Technik an. Also optisch ist er wirklich sehr, sehr, sehr schick geworden, finde ich. Also ohne Mods so schön zu bauen ist schon nicht gerade einfach,
aber es geht. Man kann wirklich schon cool bauen. Vielleicht nicht mit so vielen Details, aber es sieht schon echt lecker aus. Auch maßstabmäßig ist es eigentlich sehr, sehr, sehr authentisch. Wir sitzen super cool da drin. Also das ist echt gut geworden. Also wirklich super. Und da freue ich mich auch drüber. So, kommen wir zu den Tasten. Zwei haben wir den Motorhaube. Da ist unser wunderschöner Motor drin, den ihr schon kennt von vom Cadillac Eldorado, den wir vor knapp 2 Jahren oder so mal gebaut haben. Das ist ein V8 Motor mit der Funktion Easy Blinker. Easy Blinker ist halt damit on board. Den gibt es auch so einzeln zum Runterladen. Vielleicht hat der ein oder andere hat den auch schon mal geladen. Könnt ihr einfach mal eingeben, Xauk Motor oder sowas. Kann ich euch gleich nochmal im Detail zeigen. So, dann haben wir Blinker links auf der 3. Blinker rechts auf der 4. Und wenn wir jetzt wieder die 3 benutzen, dann haben wir einen Warnblinker. Also wir haben keine zusätzliche Taste oder sowas. Und das Blinkersystem ist in diesem Motor mit drin. Also ihr müsst nur die Lampen verknüpfen und die Tasten zum Sitz. Mehr ist es nicht. Es ist wirklich super easy, wirklich einfach gemacht. Und was wirklich besonders ist, er ist immer synchron. Also ich kann ihn anschalten, wann ich will. Er ist immer synchron. Deswegen braucht man keine 5. Taste oder so. Also man braucht nur 2 Tasten und hat dann auch einen Warnblinker. So, dann haben wir die 5. Eine fetten Hupe. Und natürlich das normale Licht. Und das die rundum, also die Begrenzungslichter, Rundumlicht. Sieht super geil aus. Ja, das war's eigentlich auch schon mit dem Truck. Lenkung hat er super viel Platz, ist alles schön eingebaut. Wir schauen uns das gleich auch mal nochmal von unten an. Also wirklich super, super, super nice. Ich würde mal sagen, wir fahren mal ein paar Meter. Also er ist recht schwer, kriegt aber ganz gut Geschwindigkeit drauf. Also das ist eigentlich ziemlich interessant. Also auch der Rollweg, ne, da ist irrsinnig lang. Also wie man sieht, der rollt und rollt und rollt. Man merkt, dass das Fahrzeug wahnsinnig schwer ist. Ne? Es sind lauter Metallblöcke und wirklich keine Hohlräume oder sowas, sondern wirklich alles schön zugemacht und einfach sehr authentisch. Und das merkt man einfach, dass der halt schwer ist. So, Lenkung ist super, sehr cool. Also mich wundert, also er hat einen sehr kleinen Wendekreis für diesen großen Radstand. Ist das wirklich, 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 wirklich gut. Also man kommt echt super um die Kurven rum. Also das ist wirklich sehr gut geworden. Muss man schon sagen. Man sieht auch, wenn man jetzt hier so fährt, ne? Ich fahre eigentlich relativ langsam und es fängt schon voll enorm an zu stauben. Also man merkt richtig, wie da ein Gewicht drauf ist, ne? Und diese Erde aufwirbelt. Das ist schon heftig. Schau mal hier, was für Wolken da hinten gehen. Lenkung sehr präzise. Also er fährt auch dahin, wo man hinlenkt, nicht irgendwann. Kein Übersteuern oder Untersteuern. Also man kann mit dem jetzt auch nicht so driften. Vielleicht ganz, ganz, ganz leicht. Aber das ist ja ein LKW, das darf man nicht vergessen. Und er lenkt sehr präzise. Also wirklich super. Wir haben ja die Doppellenkung drin. Zeige ich euch auch gleich nochmal. Aber wenn ihr die vorigen Folgen gesehen habt, wisst ihr ja eh Bescheid. Und er hat Platz. Also der eckt nirgendwo an oder sowas. Und und die Räder spacken nicht rum. Was auch super cool ist, dadurch, dass er so schwer ist, wir haben jetzt keine Stoßdämpfer drin. Ne? Das ist ja das, wo ich überlegt habe wegen den Stoßdämpfern. Er hüpft kaum. Ne? Er liegt eigentlich total schön auf dem Boden. Ne? Wenn man ein bisschen kurvig fährt, dann fängt er schon mal an zu bouncen so ein bisschen, weil er hinten ein bisschen ausschlägt. Aber er ist sehr stabil. Also wirklich super, super cool. So, krabbeln wir mal raus. Schauen uns das Fahrzeug mal von unten an. Und zwar hatte ich ursprünglich geplant, hier eine Antriebswelle zu bauen. Man sieht das. Hier eine schöne Stange, die hier hinter geht. Dann haben wir hier ein Differential 1, Differential 2, die dann zu den Achsen gehen. Und das war, am Anfang hat sich das gedreht. Ich habe es dann aber rausgenommen, weil das zu viel FPS gefressen hat. Deswegen habe ich gesagt, nee, das machen wir lieber nicht. Lass mal so, das sieht auch schön aus. Auch wenn es nur so ist. Ja, dann ist hier der Motor. Hier ist das Getriebe mit Getriebeölwanne, wo dann die Antriebswelle nach hinten geht.
Dann haben wir hier den Motorblock, hier Motorölwanne und hier vorne haben wir dann noch zwei Ventilatoren zur Kühlung für den Motor am Grill, die dann auch auf dem Motor hier laufen. Und man sieht hier, wir haben hier zwei Motoren, die ja für die rechte Seite einmal Antrieb sorgen und einmal für die linke Seite. Und beide Motoren stehen auf Max. Also wirklich auf volle Leistung. Und ja, da geht nicht mehr. Er hat schon echt zu kämpfen mit dem Gewicht. So, hier sehen wir die Doppellenkung. Ne? Hab ich euch ja schon öfters gezeigt, dass man hier so eine T-Verbindung macht, so zurückgeht, dann zwei Bearings setzt und dann so rausgeht. Und dadurch hat man zwei Bearings für eine Lenkung. Dadurch hat man einfach einen stärkeren Lenkwinkel. Also man lenkt nicht mehr, aber man lenkt stärker. Also man hat einfach mehr Kraft in der Lenkung und die Reifen fliegen nicht so rum. Und die Lenkung macht einfach das, was man möchte. So, dann haben wir die Tankleitungen. Die gehen auch wirklich authentisch zum Motor. Also einmal Rückführung. Das, was nicht gebraucht wird, wird ja immer zurückgebracht. Und einmal zum Verbrennen gebracht. Also der eine geht oben rein, der andere geht unten rein. Das sieht man jetzt hier leider. Ne, warte mal, hier sieht man es jetzt nicht. Ja, schade, das sieht man jetzt gar nicht. Also hinter dem Rohr, warte mal, wo haben wir es denn? Genau, hinter dem Rohr ist eigentlich noch ein Rohr. Ich glaube, man sieht es ganz leicht hier, was da. Genau, den habe ich, glaube ich, grau gelassen. Da sieht man es, hier, da. Da ist noch ein Rohr. Das ist im Prinzip, von der Seite kommt das Benzin. Hier kann direkt das Überschüssige zurückgebracht werden. Und hier oben die obere Leitung, die geht dann in den Motor, wird verbrannt. Und was halt nicht gebraucht wird, wird wieder zurückgebracht und kommt dann von hier wieder zurück. Von hier wieder zurück und geht in den Tank zurück, auf beiden Seiten halt. Genau. Ja, mehr ist es nicht. Super schöner Truck. So, dann hatte ich aber gesagt, ja, ich möchte ja einen noch bauen mit Hänger. Wo ist der Hänger? Ja, zeige ich euch. Und zwar habe ich schon einen Hänger gebaut. Das ist das, was ich eigentlich in der Folge gemacht habe. Leider, ja, wie gesagt, ist die Folge abhanden gekommen, beziehungsweise nicht abhanden gekommen. Es lässt sich einfach nicht richtig bearbeiten. Und deswegen präsentiere ich euch einfach die Fahrzeuge und die Folge wird auch so schon lang genug. So, das ist der Hänger. Der LKW hat sich eigentlich überhaupt nicht verändert. Also der ist gleich geblieben. Ja, was kann ich euch zum Hänger sagen? Also, es ist ein Aufliegerhänger. Also sprich, wir haben die Möglichkeit, ein Fahrzeug da drauf zu fahren. Ich sehe gerade, dass das nicht mehr ganz stimmt, weil ich hier eine Reihe nochmal weggemacht habe. Das muss ich nur einstellen. Und dann kann man hier drauf fahren. Hier in der Mitte ist ein Loch. Das muss man halt dann bedenken. Man muss sagen, ein Fahrzeug, das jetzt so schmal ist, würde es wahrscheinlich nicht in diesem Spiel, in dieser Welt, wo es diesen LKW gibt, nicht geben. Also wenn, müsste das Fahrzeug schon mindestens so breit sein. Mein Grundgedanke war eigentlich eher auch so Baufahrzeuge. Aber man kann also auch für andere Fahrzeuge nutzen. Und zwar habe ich hier eine Knopffunktion eingeführt, die das hier ausfahren lässt. Und dann kann man auch kurze Fahrzeuge draufstellen. Also wenn man sagt, ja, mein Fahrzeug ist aber nur 20 Blöcke lang statt 25, dann muss das ja ein bisschen ausfahren. Ich sehe gerade hier auch, das könnte man vielleicht noch entfernen. Das war versteckt, als ich das eingefärbt habe. So. Genau, und dann können wir das hinten auch noch gleich einstellen. Nur mal 114. Ja, das war zu viel. (lacht) 109 war es ja vorher, was mache ich denn? Dann machen wir 111. Ah, vielleicht noch ein, also 112. So, jetzt passt es, genau. So, und genau, dann kann man das hier einstellen. Man muss das natürlich dann manuell machen, so wenn man sagt, okay, mein Fahrzeug ist doch ein Tick länger, aber nicht so lang wie die Ladefläche, dann kann man das hier ein bisschen niedriger stellen. Und dann ist das schön sicher, das Fahrzeug hier drin. Also das ist wirklich mega, mega nice. Ein tolles Feature.
womit man schön spielen kann. So, dann fangen wir das mal wieder ein. Ich wollte eigentlich auch den Hänger lose machen, also so, dass man den Hänger abkoppeln kann, aber das kostet so viel Performance. Deshalb habe ich das leider dann widerrufen und habe es dann ja, sein bleiben lassen. So, wenn man natürlich auch noch ein sehr geländegängiges Fahrzeug hat, kann man rein theoretisch auch hier oben noch was hinstellen. Oder hier Kisten hinstellen oder die große Schaufel von dem Bagger, wozu man halt Lust hat. So, dann haben wir hier noch Stützen. Eigentlich dienen die Stützen dafür, dass wenn man den abkoppelt, dass der hier halt gerade bleibt. Aber ich habe gemerkt, dass das gar nicht so schlecht ist, wenn man ein Fahrzeug drauf fahren will, weil das wie Bremsklötze wirkt. Und man sieht es ja auch, wenn man den hier so runter, ne, das hebt das so ein bisschen hoch. Also das sind so richtige schöne Bremsklötze, die da so ein bisschen bremsen. Ja, Grundgedanke, was ich eigentlich noch vorhatte bei dem Hänger, war, dass wir den Hänger tiefer legen können. Beziehungsweise auch höher legen können. Dann war der Plan gewesen, dass diese Reifen hochgehen, also ein Block hochgehen und dass hier eins nach unten geht, also dass das halt gerade nach unten geht, so dass diese eine Blockreihe, die wir haben jetzt wirklich nicht viel Platz hier, also da ist sowieso hier nur ein Block Platz, dass dieser eine Block Platz verschwindet, also dass wir wirklich komplett auf dem Boden aufliegen und man dann entweder von der Seite drauf fahren kann oder halt auch einfacher hier hochfahren kann, ne? Weil das ja dann wesentlich weniger ist. Also man hat dann eine geringere Kante zum Hochfahren. Wobei man sagen muss, das hier ist jetzt nichts Schlimmes. Also das schafft eigentlich jedes Auto. Und ja, das war mein Grundgedanke. Aber das hat auch zu viel Performance gekostet. Und der Nutzen war nicht so weltbewegend. Wenn man auch noch dazu sieht, ich habe gar keinen Platz mehr mit den Reifen irgendwo hinzugehen. Also es war vorher so gewesen, dass das zwei Blöcke hochging. Dass hier noch eine Schräge drauf war. Da war diese Kante so stark, dass man es dadurch eigentlich eher wieder kaputt gemacht hat. Und so ist es eigentlich besser, weil diese kleine Kante, das kann wirklich so gut wie jedes Auto hochfahren. Ich schaue mal kurz, ob wir was Kleines haben. Ohne Mods. Hier, den Flat Red, der ist auch nicht so performancefressend. Ich habe den noch nicht probiert. Ich weiß noch nicht, wie der sich drauf fahren lässt. Er hat halt auch jetzt nicht gerade viel Bodenfreiheit. Aber wir probieren das jetzt mal. Ansonsten hätten wir noch den Jeep. Ja, schweres Schiff. Hat er Stoßdämpfer? Ja, aber die sind sehr hart eingestellt, genau. So, schauen wir mal. Der müsste ja jetzt hier super drauf gehen. Genau, es fängt gut an zu lecken, aber er käme hoch, er wird es jetzt hier aufhängen, weil er keine Bodenfreiheit hat. Und das wäre halt noch enormer geworden, wenn ich da diese Kante größer gemacht hätte. Deswegen war das irgendwie, wo ich gesagt habe, na, das muss jetzt nicht sein. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Schauen wir mal, ob der drauf geht. Bisschen breit. Ja, der ist zu breit. Ja, den kriegen wir da nicht so drauf. Das Schöne ist auch, was auch so ein Mitgrund ist, warum in der Mitte ein Loch ist. Und zwar könnt ihr die Fahrzeuge auch so drauf platzieren. Wenn ihr sagt, ja, nee, das ist mir jetzt zu kompliziert oder zu tricky, dann setzt ihr das einfach so drauf. Den Lift in die Mitte, zack, fertig. Fahrzeug drauf. Super geil. Warte, wir können das ja mal. Ich finde den jetzt gar nicht so geil. So, jetzt ein Spin. Ah, das ist der Spotgun. Das Spotgun Update. So. Mal den Flat Red. Oder wir setzen noch einen LKW drauf. Geht theoretisch auch. Aber das wäre, glaube ich, zu heavy. So, schön in die Mitte. Zack. Abliften, Fahrzeug ist drauf. Easy peasy. Könnt ihr hoch machen.
So, jetzt können wir hier das noch schieben. Weil der ist ja, so groß ist er ja nicht. Und dann schiebt den jetzt schön nach hinten. Zurück mit dir. Können wir so ein bisschen aufpassen. Dann ist er drüber gefallen. Naja gut, aber so hält er gut. So hält er gut. So, jetzt haben wir hier das da, genau. Und jetzt können wir fahren. Schauen wir mal. Wir haben jetzt natürlich enorme FPS-Einbrüche, aber es geht noch. Wenn er fährt, müsste es ein bisschen besser werden. Und wie wir sehen, er sitzt da hinten richtig schön drin. Wir können super den kleinen Wagen da hinten transportieren. Es ist halt leider die FPS, ne? Das darf man leider nicht unterschätzen. Und das würde auch nicht besser gehen. Also das, da könnte man machen, was man will. Ich habe keine Stoßdämpfer rein, ich habe diese zwei Türen rein und die Motorhaube, das sind eigentlich so die einzigsten flexiblen Bearings. Und hinten die Klappe, das, und ja gut, der Hänger ist auch noch flexibel, aber das ist halt Scrap Mechanic, ne? Das ist, es wäre nicht Scrap Mechanic, wenn es nicht laggen würde. Ja, so viel zum Hänger. Also man kann wirklich sehr, sehr, sehr schöne Fahrzeuge bauen, auch ohne Mods. Und ja, das war's eigentlich. Wenn ihr wollt, könnt ihr diesen Truck jetzt runterladen. Ich habe ihn unten in die Kommentare angepinnt. Gönnt ihn euch, spielt damit, macht Blödsinn, seid kreativ, fahrt das Fahrzeug zu einer Baustelle, wozu ihr Lust habt. Ihr könnt mir auch davon erzählen. Ich freue mich auf eure Stories. Ihr könnt mir auch Fotos einschicken. Könnt ihr ja in Discord reinkommen. Könnt ihr in eure, bei den Bildern könnt ihr das reinposten. Sagen, so, guck mal, was ich mit deinem Truck gemacht habe. Würde ich mich freuen. Klar, auf jeden Fall. Ja, das war's. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.